Schön, dass wir uns heute treffen können, um weiter in Gottes Wort hineinzuschauen. Wir haben eine ganze Menge heute vor. Es sind 3 Kapitel. Ich habe gestern gemerkt, dass ich mich komplett überhoben habe mit diesen 3 Kapiteln. Aber ich werde schauen, dass wir die wesentlichen Aspekte herausarbeiten. Von daher würde ich gerne am Anfang ein Gebet sprechen und dann können wir direkt loslegen. Hab Dank, himmlischer Vater, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns so wertvoll, so wichtig bist, dass wir hier zusammenkommen können, um dich besser kennenzulernen, dass wir in dein Wort hineinschauen dürfen, um eben aus deinem Wort zu lernen, was du ganz konkret mit unserem Leben vorhast, wie du in unser Leben hineinwirken möchtest. Und ich danke dir auch für die Kapitel auch aus dem 2. Samuel-Buch. Und ich möchte beten, dass wir offen und empfänglich sind für das, was du uns auch heute weitergeben möchtest durch dein Wort. Sei du der Mittelpunkt und segne du uns, Herr. Amen. Ja, 2. Samuel 2, da wollen wir heute weitermachen. Wenn ich an das Leben von David denke, dann ist es für mich ein Leben, das unglaublich viele Facetten hat. Also wenn jemand ein turbulentes Leben gehabt hat, dann war es für mich David. David, er war jemand, der ja schon sehr, sehr jung irgendwo seinen Platz gefunden hatte, Gott zur Verfügung stand, völlig unscheinbar als Hirte. Er war jemand, der viele, viele Jahre auf der Flucht war. Er ist jemand, der als König gesalbt wurde, aber nicht zum König gekrönt wurde, der dann irgendwann zum König gekrönt wurde und dann später nochmal zum König gekrönt wurde, der familiär unglaublich viel erlebt hat, viele Höhen, viele Tiefen erlebt hat, also ein unfassbar vielfältiges Leben, der ganz viel Wirken und Handeln Gottes in seinem Leben erlebt hat, auf der anderen Seite aber auch ja, durch große, tiefe Täler gegangen ist, wo er eigene Wege gegangen ist und sich auch von Gott ein Stück weit gelöst hat. Und heute ja, haben wir eine ganz spannende Phase in seinem Leben, weil jetzt beginnt quasi ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Wir möchten genau in Kapitel 2 jetzt weitermachen und uns gleich zunächst die ersten 6 Verse anschauen. Ich habe jetzt also die ganzen Verse, durch die wir gehen, immer so Zwischenüberschriften gegeben. Und die erste Zwischenüberschrift habe ich mal Zwischenetappen Gottes genannt. So habe ich die ersten 6 Verse für mich überschrieben. Wir haben ja gesehen in 1. Samuel 16, dass Samuel den David da schon gesalbt hat und gesagt hat, du wirst König werden. Und seit dieser Zeit hat quasi jetzt eine jahrelange Wartezeit für Samuel angefangen, wo er Höhen erlebt hat, Tiefen erlebt hat, wo er Verfolgung erlebt hat. Aber diese verschiedenen Wartezeiten Gottes, wie ich gesagt habe, waren Vorbereitungszeiten Gottes. Aber es waren auch Wartezeiten, wo er eben ganz konkret von Gott für seinen Dienst später als König vorbereitet wurde. Und ich finde, das ist bewundernswert. Ja, er hatte das Wissen gehabt, ich soll König werden, hatte mehrfach die Möglichkeit, jetzt durch sein Handeln dazu beizutragen, dass er schneller König wird, aber er macht das nicht. Ja, er verschont Saul mehrfach und er greift nicht nach der Krone mit aller Macht, sodass er eben drauf aus ist, schnell König zu werden, sondern er lässt sich auf Gott und auf seinen Zeitplan ein und erwartet ganz konkret auf das Eingreifen Gottes. Ja, letztes Mal haben wir eben auch gesehen, dann ist Saul jetzt tot. Aber es ist nicht so, dass es etwas Positives ausgelöst hat. Ja, das wäre ja rein menschlich. Ein Machtmensch würde sagen, ja super, jetzt bin ich endlich dran, jetzt darf ich König sein. Sondern er hat getrauert, er hat die Menschen bestraft für ihr Handeln und ja, hatte keine Freude, dass jetzt vielleicht etwas Neues für ihn beginnt. Lass uns mal den ersten Vers lesen. Da heißt es, danach befragte David den Herrn. Also er bekommt jetzt mit, Saul ist tot. Und ja, kurz darauf, also jetzt befragt David den Herrn und sprach, soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin? Er sprach, nach Hebron. Man kann ja ganz unterschiedlich in neue Lebensabschnitte hineingehen.
Ja, man kann einfach sagen, okay, völlig naiv, ich stolper in irgendetwas Neues hinein, ich bin nicht vorbereitet, ich weiß nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ja, ich lasse mich einfach fallen und wird schon werden in irgendeiner Weise. Oder wenn ich mich auf etwas vorbereite, dann mache ich mir viele Gedanken, ich informiere mich, ich versuche einen Plan aufzustellen und diesen Plan dann auch ein Stück weit umzusetzen, versuche mir der Verantwortung auch bewusst zu werden, dessen, was auf mich zukommt. Und so scheint David hier auch in diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Ja, er hat 10 Jahre Verfolgung hinter sich. Ja, und jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Und das Erste, was er macht, und das ist jetzt hier bemerkenswert, dass er wirklich als allererstes jetzt zu Gott geht und sagt: Gott, was soll ich denn jetzt ganz konkret tun? Ist jetzt dein Zeitpunkt gekommen oder soll ich noch warten? Soll ich jetzt nach Hebron gehen oder soll ich erst später nach Hebron gehen? Und er stellt Gott ganz konkrete Fragen und er erwartet ganz konkrete Antworten von Gott und Gott lässt sich darauf ein. Gott gibt ihm ganz konkrete Antworten, was er zu tun hat. Und das ist eben hier das Entscheidende. Er geht in diesen neuen Abschnitt ganz bewusst mit Gott. Er hat ja bei Saul mitbekommen, wie es läuft, wenn man es nicht mit Gott macht. Saul hatte mit Gott angefangen, aber hat Gott dann außer Acht gelassen und dementsprechend ist auch sein Leben verlaufen. Es war eine Vollkatastrophe. Aber hier möchte er sich ganz klar positionieren und er sagt: Soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Also er verläuft sich nicht in eine Art Aktionismus, wo dann vielleicht die Übersicht verloren geht, sondern er möchte die Bestätigung Gottes haben. Gott antwortet ganz konkret: Ja, mach das, zieh hinauf. Und gibt ihm dann anschließend auch vor, wohin er ziehen soll, nach Hebron. Ja, Hebron, klar, es ist in den Bergen gelegen von Juda. Es ist gut zu verteidigen. Es ist in Siedlungsgebieten, wo auch die Menschen dann um ihn herum sind. Es hat auch historisch eine wichtige Bedeutung. Ja, Abraham hat sich da niedergelassen. Also politisch, militärisch, symbolisch ein ganz guter Ort, ein strategisch guter Ort. Und genau, und Gott denkt sich hier etwas, schickt ihn dahin, es ist nicht von ungefähr. Und dann in Vers 2, so zog David dorthin mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, der Frau Nabals des Karmeliters. Sage ich nachher was zu. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause. Und sie wohnten in den Städten von Hebron. Ich finde auch hier ganz clever, was er macht. Er kommt jetzt nicht als Feldherr nach Hebron und sagt: So, und jetzt möchte ich zum König gekrönt werden, sondern er kommt mit seiner Familie. Ja, das heißt, er schafft Vertrauen dadurch. Ja, ich bin einer von euch. Ja, hier, das sind meine Kinder, das ist meine Frau, das sind die, oder Frauen waren es in diesem Fall, das sind die Soldaten. Also er möchte das Herz des Volkes gewinnen. Das sehen wir auch im Abschnitt jetzt immer wieder. Und ja, Menschen, die mit ihm zusammen gelitten haben über 10 Jahre, ja, sie sollen jetzt mit ihm in den nächsten Jahren regieren. Also für alle beginnt hier etwas wirklich Neues. Und es war jetzt hier ein ganz klares Signal: David kommt jetzt nach Judäa, er lässt sich da nieder, er wird mitten unter ihnen wohnen. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, sich zu positionieren. Wollen sie sich jetzt weiter zu Saul halten oder wollen sie sich auf die Seite von David stellen? Genau, und dann heißt es in Vers 4: Und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Und als David angesagt wurde, dass die Männer von Jabesh in Gilead Saul begraben hatten, und dann geht es weiter. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist dieser erste Satz, den man fast schon überlesen kann: Und sie salbten dort David zum König über das Haus Juda. Also einmal gesalbt war er ja schon von Samuel, jetzt ein zweites Mal wird er gesalbt und wird quasi jetzt als König eingesetzt. Er war circa 30 Jahre alt, regierte dann 7,5 Jahre über Juda. Und in dieser Zeit sehen wir, dass das Volk gesegnet war, weil David sich zu Gott gehalten hat. Das heißt, David war ein Segensträger. Er hat Segen von Gottes bekommen und hat eben den Willen Gottes weitergegeben. Und dadurch waren andere mit ihm gesegnet. Und das wird mir hier so deutlich. Ja, Gott hat einen ganz konkreten Plan mit David. Aber Gott hat in der Verwirklichung seines Plans ganz verschiedene Zwischenetappen für ihn vorbereitet. Er hätte natürlich auch sagen können: Komm, jetzt wird er gleich über ganz Israel eingesetzt und dann ist gut, über das ganze Reich. Aber Gott macht es anders. Gott führt ihn Schritt für Schritt
und erweitert sein Feld nach und nach. David hat immer wieder Phasen in seinem Leben gehabt, wo er sich bewähren sollte. Und erst nachdem er sich bewährt hat, wurde er von Gott weitergeführt. Ja, das ist ähnlich wie bei Josua. Josua ging so viele Jahre mit Mose mit, quasi im Windschatten von Mose, bis er quasi in die Fußstapfen von Mose getreten ist. Aber er hat diese Vorbereitungszeit gebraucht, damit er dann in der Lage war, das Volk Israel auch wirklich gut im Willen Gottes zu führen. Und ähnlich auch bei David. David hat gute und schwere Phasen erlebt als Vorbereitungszeit, viele Etappen und Zwischenetappen, bevor er dann von Gott quasi, ich sag mal, als würdig erachtet wird oder vorbereitet gesehen wird, dass er dann König über ganz Israel wird. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir in unserem Leben heute ganz genauso erleben. Ja, wenn wir an die Jünger denken, ja, sie wurden berufen, sie sind mit Jesus mitgegangen und haben verschiedene Etappen erlebt und erst am Ende wurde Petrus eingesetzt und wurde gesagt, weide meine Lämmer. Ja, erst später hat er dann die Petrusbriefe geschrieben. Ja, bei Gott gibt es keine Eile. Wir haben es manchmal vielleicht besonders eilig, aber Gott hat seinen Plan und möchte mit einem jeden von uns zu seinem Ziel kommen. Aber wichtig ist, dass wir uns bewähren in der Situation, in der Stellung, in da, wo wir uns eben befinden. Und wenn wir uns da bewähren und Gott treu ergeben sind, dann wird Gott uns weiterführen und das Feld erweitern im gewissen Sinne. Ja? Wie auch immer das aussieht, ob es im ganz Persönlichen ist, ob es im Gemeindekontext ist, ob es im Berufsleben ist, ganz egal, wie auch immer. Aber dann werden wir merken, dass Gott uns Schritt für Schritt voranführt. Genau, Zwischenetappen Gottes, die Verse 4 bis 7, das habe ich überschrieben mit Barmherzigkeit erweisen. Lass uns mal Vers 4 lesen. Und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Und als David angesagt wurde, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul begraben hatten, sandte er Boten zu den Männern von Jabesch in Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, getan habt und ihn begraben habt. So tue nun der Herr an euch Barmherzigkeit und Treue, und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. Also hier haben wir das erste Regierungshandeln von David. Und das beim ersten Handeln sehen wir das große Herz, das David gehabt hat. Ja, er hat Menschen Gutes zugesprochen. Er hat Worte Gottes ins Leben hineingesprochen. Also er war ein Mann mit einem ganz großen Herzen und er segnet hier diese Männer, weil sie etwas richtig getan haben. Das heißt, er sieht, was sie tun, er spricht darüber und ja, er stellt das in den richtigen Kontext. Und indem Saul eben diesen Männern hier Ehre erweist, ja, zeigt er eben, ich bin euch gegenüber barmherzig eingestellt. Das waren ja eigentlich Männer von der Seite Sauls. Ja, und er kommt ihnen entgegen, er spricht ihnen gut zu und er sagt, gesegnet seid ihr vom Herrn. Also gesegnet, Segen bedeutet so viel wie, Gott soll gut über euch sprechen. Ja, also er wünscht ihnen alles erdenklich Gute, alles, was in irgendeiner Weise von Gott kommt, das wünscht er diesen Männern, obwohl sie noch gar nicht zu ihm quasi gehörten. Also, dass Jahwe Barmherzigkeit und Treue an ihnen tut. Und auch hier, keinen Gedanken der Rivalität von David. Ja? Keine Missgunst, keine Negativität, sondern vielmehr den Blick, dass er Gutes für die Menschen wollte. Und das kommt in dem ganzen Abschnitt heute durch. Immer wieder, er will nicht Blut vergießen, er will keine Schlachten, sondern er will Frieden. In Vers 7, so seien nun eure Hände stark und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot und mich hat das Haus Juda über sich zum König gesalbt. Ja, also hier sagt er nochmal, euer Herr ist tot und er spricht ihnen hiermit eigentlich eine Einladung aus und sagt, euer Herr ist tot und jetzt könnt ihr auf meine Seite rüberkommen. Er ist zum König gesalbt und man sieht den ausgestreckten Arm hier und so wie sie sich eben in der Situation bei der Beerdigung heldenhaft verhalten haben, so können sie sich auch jetzt heldenhaft verhalten, aber eben auf der Seite von David. Und das ist eben für mich so dieser Anwendungsgedanke. David erweist Barmherzigkeit an Menschen, die ihm zunächst gar nicht besonders nahe stehen. Ja, sie waren Anhänger von Saul, wenn man so will. Obwohl die ihm jetzt, das waren jetzt keine Philister. Ja, man könnte vielleicht sagen, dass er ihnen so eine Art Vertrauensvorschuss gegeben hat und sie quasi jetzt ihnen damit eine Hausaufgabe auf den Weg gegeben hat.
wo sie herausgefordert sind, sich zu fragen, wie gehen sie jetzt richtig damit um, mit diesem Vorschuss. Und ich glaube, das ist das, was wir ein Stück weit lernen können. Ja, sehen wir das Gute im Leben des anderen. Das Gute vielleicht auch im Leben von Menschen, die uns nicht sehr nahe stehen. Oder ist unser Auge vielmehr von Missgunst, von Vorbehalten oder anderen Dingen geprägt? Ja, also David sieht das Gute und ich glaube, es wird uns als Gemeinde auch sehr gut tun, ja, wenn wir in unseren Brüdern und Schwestern, wenn man denen erstmal einen Vertrauensvorschuss gibt, wenn man erstmal das Gute sieht und nicht direkt in eine bewertende Art hineinkommt, ja, sondern was hat Gott Gutes hineingelegt, wo haben Menschen richtig gehandelt und dann kann man sie auch damit konfrontieren und sie auf diese Weise auch ermutigen. Aber wir sehen jetzt in den nächsten Versen, dass sich Widerstand formiert in den Versen 8 bis 11. Und das ist wieder typisch Teufel. Da, wo unser Herr einen guten Plan für unser Leben hat, da wird der Feind parallel immer wieder versuchen, die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Ja, und genau das sehen wir hier. Er ist jetzt König von Juda und dann lesen wir ab Vers 11, Abner aber, also dieses Aber, wir sehen, es passiert jetzt ein Kontrast. Der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Ischboschet, Sauls Sohn, und führte ihn nach Mahanaim und machte ihn zum König über Gilead, Assa, Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und Ischboschet, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde über Israel und regierte 2 Jahre, aber das Haus Juda hielt es mit David. Die Zeit aber, die David König war zu Hebron über das Haus Juda, war 7 Jahre und 6 Monate. Also der Handelnde hier ist jetzt Abner, es ist nicht der Sohn Sauls, Ischboschet, der irgendwie jetzt Initiative ergreift, nein, es ist Abner. Also die sind jetzt weit weg von den Philistern, ja in Mahanaim, auf der sicheren Seite quasi. Und wir haben jetzt eben gesehen, David ist König über den Süden, über Juda. Ischboschet wird jetzt König über verschiedene Gebiete, die eher im Norden liegen. Also ein großes Gebiet, das zweigeteilt ist. David regierte in Juda 7,5 Jahre, Ischboschet regierte 2 Jahre. Jetzt stellt sich die Frage, inwiefern überlappen sich die 7,5 Jahre und die 2 Jahre. Ich glaube, dass Ischboschet am Ende der 7,5 Jahre von Saul, von David regierte, weil direkt nach dem Tod wird David dann zum König über ganz Israel gesalbt oder gekrönt. Und in der Zwischenzeit kann es sein, dass vielleicht Abner, dass entweder Ischboschet schon vorbereitet wurde oder dass Abner so eine Übergangsregierung gebildet hat, weil wir ja eigentlich ganz klar erkennen können, dass Abner die eigentlich handelnde Person ist. Ja, Ischboschet, das war eine Marionette von Abner und Abner hat all das durchgedrückt, was er durchdrücken wollte und der König hat ihm quasi nach dem Mund geredet. Auf jeden Fall war Ischboschet der Vetter von Saul, er wird von Abner gekrönt, aber er wird nicht von Gott ausersehen oder zum König gesalbt. Und hier sehen wir eben beides. Ja, so wie David eben noch reagiert hat, er weist Barmherzigkeit, er ist ein Segen für das Volk, so ist Abner, ein einzelner Mann, jetzt quasi der Fluch, worunter viele später oder gleich in den nächsten Versen zu leiden haben. Ein Mann, der eigentlich die Wege Gottes kennt, der ganz genau weiß, dass Gott David ersehen hat, das wird er später immer wieder worten, der sich aber trotzdem wahrscheinlich aus irgendwelchen Machtgelüsten heraus dafür entscheidet, seine eigenen Wege zu gehen und sich damit gegen den Willen Gottes stellt. Er will die Wege Gottes nicht akzeptieren, sondern das Haus, das sowieso am Zerfallen ist, das Haus Sauls, versucht er irgendwie doch noch zu bewahren. Und auf diese Weise positionieren sich die Männer, denen David eben noch den Arm ausgestreckt hat, positionieren sich jetzt für das Haus Sauls, für Ischboschet und sagen, ja, quasi, sie akzeptieren dann Ischboschet als König. Und das ist für mich wirklich typisch Feind. Ja, da, wo klare Entscheidungen für Gott getroffen werden, da formiert sich der Widerstand. Da, wo Gott gute Wege vorbereitet hat und uns vielleicht auch in unserem Alltag die guten Wege zeigt, die er uns führen möchte, da kommt der Feind in seiner List und legt uns 2, 3 andere parallele Wege hin und sagt uns, aber schaut mal, diese Wege sind doch auch recht gut. Und sie erscheinen einem vielleicht aus dem Affekt sogar noch attraktiver als der Weg Gottes.
Da weiß ich vielleicht in meinem Alter ganz genau, ich gehe durch den Tag und ich habe diese innere Last. Mensch, es ist an der Zeit, wirklich Zeit mit Gott zu verbringen. Ja, und sobald ich diesen Plan habe, wird immer wieder der Feind auf die Tagesordnung kommen und wird sagen, aber schau mal, Mensch, das Wetter ist so herrlich, ja, der Garten, der ist auch noch nicht gemacht und die Eisdiele ist heute besonders gut. Ja, es gibt immer wieder gewisse Dinge, die der Feind uns eintrichtern möchte, obwohl Gott uns eigentlich zeigt, was in unserem Alltag dran ist. Und ich glaube, das gilt es zu erkennen. Was ist der Weg Gottes für mich? Er ist vielleicht nicht immer der attraktivste auf den ersten Blick, aber es ist der Weg, der mich ans Ziel bringt. Und was sind die Widerstände, die Wege des Feindes? Und da gilt es für uns, dass wir uns immer wieder, wenn der Widerstand kommt, dass wir uns immer wieder ganz klar positionieren. Und David hat sich positioniert. Der Widerstand war da, aber trotzdem kommt es zu Kämpfen. Er ist nicht verschont geblieben. Und das sehen wir in den Versen 12 bis 32. Also die Tatsache, dass David jetzt den Ischbosheth zum König macht, ist quasi eine Kriegserklärung auch an Juda. Ja, wer ist jetzt der rechtmäßige König? Wer wird das Sagen haben? Er hatte alle Stämme außer Juda hinter sich. Vielleicht in den Gedanken, Mensch, es ist eine Leichtigkeit, dieser eine Stamm, mit dem werden wir auch noch fertig. Und so fordert er quasi David zum Kampf heraus. Der einzige Unterschied ist, David hat Gott auf seiner Seite, Abner nicht. Ja. Und jetzt sehen wir in Vers 12 und 13 Folgendes. Und Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Knechten Ischboschets, des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. Und Joab, der Sohn der Zeruja, zog aus mit den Knechten Davids und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon und lagerten sich, die einen auf dieser Seite des Teichs, die anderen auf jener Seite. Also erinnert mich so ein bisschen an David und Goliath. Ja, Teich, zwei Parteien. Auf jeden Fall kommt jetzt hier ein Joab mit in den Bericht hinein. Es ist der Herrführer, so wie Abner der Herrführer von Saul war, ist Joab der Herrführer von David, der Neffe auch von David. Und quasi eine Spannung, ähnlich wie bei David und Goliath, die zum Greifen nahe ist. Ja? Wie werden sich die beiden Truppen jetzt verhalten? Vers 14. Und Abner sprach zu Joab, lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel. Also er ergreift die Initiative, Abner. Joab sprach, so sei es. Vers 15, da machten sich auf und gingen hin 12 an der Zahl aus Benjamin auf der Seite Ischboschets des Sohnes Sauls und 12 von den Knechten Davids. Und ein jeder ergriff den anderen bei dem Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite. Und sie fielen miteinander, daher wird der Ort Helkat Hazurim genannt. Er liegt bei Gibeon. Ja, es soll hier ein Kampfspiel geben, was auch immer das ist. Also er wird an anderer Stelle als ein Begriff gebraucht von einem friedlichen Spiel. Als David später um die Bundeslade tanzt, wird auch dieser Begriff gebraucht, eigentlich als etwas Friedliches. Wir wissen auch nicht, was die Motivation dahinter war. Also 12 von beiden Seiten sind bei einem Kampfspiel vielleicht irgendwie, dass dann der Verlierer geschlagen ist oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wird aus einem friedlichen Kräftemessen, wenn es das war, ein ernsthafter Kampf, wo die Kämpfer dann im Endeffekt sterben und dieser Konflikt, ja, der schwappt über und wir sehen dann in Vers 17, und der Kampf war sehr hart an jenem Tag. Abner aber und die Männer Israels wurden geschlagen von den Knechten Davids. Ja, eigentlich sehr grausam und nachher wird es noch weiter beschrieben, wie viele Menschen eigentlich hier ihr Leben gelassen haben. Aus einem Kampfspiel, was auch immer das beinhaltete, kommt es zu einer Schlacht zwischen Brüdern, wenn man so will, zwischen Brüdervölkern. Und jetzt bekommen wir quasi so einen Einblick in einen Zweikampf, in eine Handlung, ab Vers 18. Also es wird schon mal gesagt, das Ergebnis wird vorweggegriffen, Abner, sie wurden geschlagen von den Knechten und jetzt bekommen wir so einen Blick näher rein. Es waren aber die drei Söhne der Zeruja dabei, Joab, Abishai und Asael. Asael war schnellfüßig wie eine Gazelle auf dem Felde. Also drei Brüder, drei Neffen, ja, von der Schwester von David, von Zeruja, Söhne. Und dann in Vers 19, Asael aber war schnellfüßig wie eine Gazelle auf dem Feld und jagte Abner nach und wich weder zur Rechten noch zur Linken von Abner. Also es wirkt hier so, als ob Abner jetzt wegläuft, auf der Flucht ist und diese schnellfüßige Gazelle
Asael folgt ihm. Das heißt es, da wandte sich Abner um und sprach, bist du es, Asael? Er sprach, ja. Abner sprach zu ihm, wende dich zur Rechten oder zur Linken und mach dich an einen der jungen Männer heran und nimm ihm seine Rüstung. Also er versucht, ihn abzulenken und sagt, verfolg mich nicht weiter, geh lieber auf die anderen, aber lass mich in Ruhe. Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da sprach Abner noch einmal zu Asael, lass ab von mir, warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben vor deinem Bruder Joab? Aber er weigerte sich, von ihm abzulassen. Da stieß ihn Abner mit dem Schaft des Spießes in den Bauch, sodass der Spieß hinten herauskam und er fiel hin und starb eben an der Stelle. Und wer an den Ort kam, wo Asael tot lag, der blieb stehen. Ja, warum hat Asael so gehandelt? Ja, vielleicht in der Hoffnung, dass wenn er den Abner tötet, dass somit quasi David den Sieg erringt, dass somit die Regierung von Ish-Boscheth am Ende ist, weil Abner der eigentliche Machthaber war. Ja, und dann wäre die Armee demotiviert am Ende. Und der Abner, der will diesen Streit eigentlich gar nicht, diesen jahrelangen Streit. Und doch, ich weiß nicht, ob das hier Notwehr ist, ob er dann im Laufen irgendwie stehen bleibt und er läuft in den Speer rein oder sowas, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, er stirbt an der Stelle und somit ist eben dieser Konflikt hier zwischen Joab und zwischen Abner vorprogrammiert. Und die Frage stellt sich, wie gehen jetzt beide Parteien damit um? In Vers 24 heißt es, aber Joab und Abishai jagten Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie auf dem Hügel Amma kamen, der von Giach liegt, auf dem Wege zur Wüste von Gibeon, versammelten sich die Benjaminiter hinter Abner und bildeten eine Schar und stellten sich oben auf einen Hügel. Also sie haben sicherlich mitbekommen, die Brüder, Asael ist tot, sie verfolgen Abner weiter, wollen sicherlich den Tod des Brüders rächen. Und Abner, sie kam auf einen Hügel, sie versammelten sich und Abner bittet jetzt quasi um einen Waffenstillstand. Vers 26, und Abner rief Joab zu und sprach, also es ist jetzt eine gewisse Distanz, aber man kann sich verstehen, soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablasse von seinen Brüdern? Also es klingt ja zunächst gut, ja, Abner möchte Frieden haben. Aber ich glaube, Abner verwechselt hier etwas. Er hat die Initiative ergriffen, dass es überhaupt zu dem Kampf kam. Und jetzt wird quasi so getan, als ob Joab an der ganzen Situation schuld ist. Und ich finde es schon erstaunlich. Die Initiative kommt von Abner, aber mit den Konsequenzen, mit der Niederlage, kann Abner nicht umgehen und will er nicht umgehen und bittet somit halt um quasi einen Waffenstillstand. Vers 27, Joab sprach, ja, wie wird er jetzt drauf eingehen? So wahr Gott lebt, hättest du das nicht gesagt, so hätte sich das Volk erst am Morgen zurückgezogen, ein jeder von seinem Bruder. Ich finde, es ist erstaunlich, der Schmerz des Todes seines Bruders ist noch da und trotzdem lässt sich Joab auf die Worte von Abner ein und lässt ab. Und dadurch kommen wahrscheinlich einige Menschen nicht ums Leben, die sonst ums Leben gekommen wären. Ja, vielleicht war Joab jemand, der wusste, was für ein barmherziges Herz David hatte und hat deshalb abgelassen. Ja, ich weiß es nicht, es ist eine Vermutung. Aber auf jeden Fall sehen wir dann in Vers 28, und Joab ließ die Posaunen blasen und das ganze Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht weiter. Also es soll hier nicht ein weiteres Blutvergießen geben zwischen Israel und Juda. Also sie tun an dieser Stelle genau das Richtige, das, was dem ganzen Volk dient. Und jetzt sehen wir eben dann zum Ende des Kapitels hin, wie Gott sich ganz klar auf die Seite von Juda gestellt hat. Und das waren auch wichtige Signale, die sicherlich auch bei Abner angekommen sind. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht durchs Jordantal, gingen über den Jordan und zogen durchs ganze Bitron und kamen nach Mahanaim. Joab aber wandte sich von Abner ab und sammelte das ganze Volk und es fehlten von den Knechten Davids 19 Mann und Asael, also 20. Aber die Knechte Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Und sie hoben Asael auf und begruben ihn bei seines Vaters Grab in Bethlehem. Und Joab und seine Männer zogen weiter die ganze Nacht und als sie in Hebron waren, brach der Tag an.
Also Gott hat sich zu ihnen gestellt. Ja, es sind noch weitere 8 Mann gestorben, aber 360 eben von Israel. Ja, und da merken wir, der Kampf mit Gott im Rücken, mit Gott auf der Seite, geht anders aus, wenn man Gott hat. Ja, natürlich, ja, wie gesagt, ich habe diese Verse mit Kämpfe überschrieben. David hat sich auf die Seite Gottes gestellt, aber dadurch kam es ja erst auch zu weiteren Kämpfen. Ja? Also er ist nicht verschont geblieben und es waren nicht unbedingt die Feinde, die Philister von außerhalb, sondern es waren Menschen, die ihm erstmal relativ nahe standen. Und ich glaube auch, es ist völlig klar, der Text, der redet jetzt nicht irgendwie von Kämpfen, von Anfechtungen, Versuchungen, die wir in unserem Leben haben. Aber wenn wir mal diese Prinzipien des Textes ein bisschen verfolgen, auf der einen Seite gibt es die Zwischenetappen, wo Gott immer weiter zum Ziel kommt. Auf der anderen Seite sehen wir der Widerstand, der sich formiert. Und dann sehen wir auch die Kämpfe, die es gibt. Ja, das sind gewisse Dinge, die wir auch in unserem Leben ganz konkret erleben. Ja, wenn der Widerstand da ist, es gibt einen geistlichen Kampf. Wir stehen in diesem Kampf und die Frage ist, behaupten wir uns in diesem Kampf? Und das ist hier der ganz große Unterschied. Joab hat mit Gott, dem Sieger, im Rücken gekämpft und Gott hat sich zu ihm gestellt. Und das dürfen auch wir, wenn wir versucht, wenn wir angefochten sind, immer wieder auf Jesus zu schauen, immer wieder aufs Kreuz zu schauen, immer wieder zu sagen, Jesus, du hast den Sieg am Kreuz auf Golgatha vollbracht und ich nehme deinen Sieg für mich in Anspruch. Ja, ich überlasse nicht das Feld dem Feind, sondern du hast für mich den Sieg durch deine Auferstehung erwirkt und ich möchte in diesen Sieg für mich in Anspruch nehmen, in dieser Auferstehung erleben. Aber das bedeutet eben ganz konkret, dass wir in unserem Alltag immer wieder, wenn wir in diesen Kämpfen sind, diese Dinge benennen, dass wir sagen, Gott, und du siehst hier meinen Kampf und ich lege es dir hin und ich bringe es dir ganz konkret zum Kreuz. Ja? Hilf du mir dabei, ich brauche deine Kraft dafür. Und Kämpfe sind da. Ja, manchmal sind es Kämpfe von außerhalb, vielleicht von Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Manchmal sind es vielleicht Kämpfe von Menschen, die um uns herum sind, die uns ganz nahe stehen, die uns vielleicht ganz nahe sind, vielleicht unsere Brüder, unsere Schwester im Glauben. Und trotzdem, unabhängig davon, wie die Kämpfe sind, manchmal einfach mit der unsichtbaren Welt, wo der Feind uns zu Fall bringen will, entscheidend ist, dass wir uns positionieren, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, um eben das Feld behalten zu können, um Sieg zu erringen. Dann sehen wir in Kapitel 3, 5 Verse, ich habe es mal mit Familienglück überschrieben, ich weiß nicht, ob es die richtige Überschrift ist. Zunächst in Vers 1, da heißt es, und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Also ein langer Kampf, lange Feindseligkeiten, aber wir sehen eine ganz klare Tendenz. Davids Macht wächst, aber er wartete auf seine Zeit und die Macht von Saul nimmt immer mehr ab vom Hause Sauls. Und jetzt so eine Art Einschub und es wurden Davids Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amon von Ahinoam, der Jezreeliterin, der zweite Kilab von Abigail, der Frau der Karmeliter Nabal, der dritte Absalom, der Sohn der Maacha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur, der vierte Adonia, der Sohn der Haggit, der fünfte Shephatia, der Sohn der Abital, der sechste Jitream von Egla, der Frau Davids. Diese wurden David geboren zu Hebron. Also David hat hier 6 Frauen, er hat 6 Kinder und er hat eine Menge Probleme als Vater. Also wirklich eine Menge Probleme. David hat viel richtig gemacht in seinem Leben. Er war der Mann nach dem Herzen Gottes, aber er war nicht der Vorzeigevater. Ja, wie auch. Ja, es kommen nachher noch einige Frauen dazu und nochmal 11 Kinder, Söhne dazu und so weiter. Also er kann gar kein guter Vater gewesen sein, um dem allen irgendeiner Weise gerecht zu werden, weil er sich einfach hier in diesem Bereich komplett außerhalb der Schöpfungsordnung Gottes befunden hat. Natürlich gab es hier auch politisch motivierte Hochzeiten, wahrscheinlich um irgendwelche Bündnisse zu schließen. Es gab Frauen, es gab Nebenfrauen. Aber das ist ganz klar gegen die Ordnung Gottes. Es war halt so, wie es von orientalischen Herrschern gelebt wurde, aber wo Gott das an keiner Stelle im Alten Testament gutheißt. Aber trotzdem, es sind Kinder von 6 verschiedenen Frauen, trotzdem merken wir, David hat diese Kinder geliebt. Er hat die Söhne geliebt. Wenn wir sehen, wie er um sie trauert, wie auch um einen Absalom später trauert, um andere Söhne, die sterben, trauert. Ja, er hat schon eine tiefe Liebe empfunden und die Kinder waren
ein Geschenk Gottes für ihn. Ja, und das kann man ihm nicht absprechen. Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass man Kinder nie als eine Art Selbstverständlichkeit sieht, sondern Kinder sind immer ein Geschenk von Gott, an das man sich nicht gewöhnen soll, sondern immer wieder neu aus dankbar aus Gottes Hand nehmen soll, ja, als ein Geschenk von Gott. Wir sind zurück in der Geschichte. Ich habe die nächsten Verse mit eigenen Vorteil überschrieben. Davids Macht nimmt zu, Sauls Macht nimmt ab. Und jetzt sehen wir ganz konkret, wie Ischboschet eine Marionette von Abner ist. In Vers 6 heißt es und fortfolgend: Solange der Kampf währte zwischen dem Hause Sauls und dem Hause David, stärkte Abner das Haus Sauls. Und Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Ischboschet sprach zu Abner: Warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte von Ischboschet und sprach: Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Heute erweise ich dem Hause Sauls, deines Vaters und seinen Brüdern und Freunden Barmherzigkeit und habe dich nicht in Davids Hand gegeben. Und du rechnest mir heute eine Schuld an wegen einer Frau. Also schon ein bisschen verächtlich, wie hier auch über Frauen geredet wird, umgegangen wird. Also Abner wird konfrontiert mit einer Frau Sauls intim geworden zu sein. Also er positioniert sich nicht, ob das tatsächlich so war oder nicht war. Er macht es ihm aber zum Vorwurf und sagt: so undankbar bist du, dass du wegen einer Frau quasi mich jetzt anfährst. Damals war es eben so, dass wenn ein König gestorben ist, dass dann der Harem quasi zum Nachfolgekönig überging. Und wer dann intim geworden ist mit einer Frau, der hat halt Hochverrat begangen. Und er wird hier quasi von Ischboschet des Hochverrats angeschuldigt. Und er kontert jetzt der Abner und sagt: Mensch, du bist aber ein ziemlich undankbarer König. Ohne mich wärst du heute nicht mehr König. Also er lässt es nicht auf sich sitzen. Und die Folge ist verheerend für Ischboschet. Ja, Abner sagt jetzt ganz klar: Ich werde jetzt die Seiten wechseln. Ich gehe auf die Seite von David. Und auf diese Weise baut er jetzt einen gewaltigen Druck auch auf den König Ischboschet auf. Es heißt in Vers 9: Gott tue Abner dies und das, wenn ich nicht tue, wie der Herr dem David geschworen hat. Auf einmal ist hier der Aspekt Gott, auf einmal weiß er ganz genau, was Gott vorhat. Dass das Königtum vom Hause Sauls genommen und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von dann bis Beersheba. Also warum erst jetzt? Aber das tut er hier absolut mutig. Er steht vor dem König und sagt so: Ich wechsle die Seiten, weil Gott hat sich ja sowieso auf die Seite von David gestellt. Genau, und er war, wenn man so will, ja, ein ganz schlauer Fuchs. Er war jemand, der einfach auf der Seite des, Entschuldigung für den Fuchs, ist mir, ich bin nicht aus dem Konzept gekommen. Er war ein ganz schlauer, gerissener Heerführer, der wirklich geschaut hat: Was ist mein Vorteil und wie kann ich das so umsetzen, dass ich wirklich davon am meisten profitiere? Genau, das baut einen immensen Druck auf und es geht so weit, dass der Ischboschet eine große Angst vor Abner bekommt. In Vers 11 heißt es: Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Merken wir, mit welcher Autorität dieser Abner vor dem König steht, dass der König kein Wort mehr rausbringt. Also das muss was mit ihm gemacht haben. Es ist ein Machtkampf zwischen König und Feldhauptmann, aber Gott gebraucht diesen Konflikt, um David weiterzuführen, um mit David ans Ziel zu kommen. Und ich glaube, solche Abners gibt es heute mehr als genug. Und da muss ich auch in mein Leben schauen, inwiefern ich so ein bisschen Abner auch in meinem Herzen habe. Ja, es kann eben ganz schnell passieren, dass da, wo es um den eigenen Vorteil geht, dass man da vielleicht Dinge, für die man jahrelang gekämpft hat, Werte, von denen man vielleicht überzeugt war, Prinzipien, für die man sich eingesetzt hat, über Bord wirft, nur weil man in einer Sache einen so großen Vorteil sieht. Ja, und das kann in ganz unterschiedlicher Hinsicht sein. Das kann im Bereich von Anerkennung, von Stolz, Hochmut, von materiellen Dingen sein, dass man da auf einmal die Dinge so hoch gewichtet, dass der Glaube, den man vorher noch so kühn bekannt hat, auf einmal gar nicht mehr so die übergeordnete Rolle spielt, sondern der eigene Vorteil ist zu schön, um wahr zu sein. Und das merken wir hier bei Abner.
Er sucht seinen eigenen Vorteil und geht damit seine eigenen Wege. Und jetzt, er sagt es und er tut es auch. Er geht jetzt in Verhandlungen, das sind die Verse 12 bis 21. Er lässt den Worten Taten folgen, Vers 12. Und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen, wem gehört das Land? Schließ einen Bund mit mir, siehe, meine Hand soll mit dir sein, dass ich dir ganz Israel zuführe. Merken wir, was das für ein Kerl war. Also wenn jemand Selbstbewusstsein hatte, dann der Abner. Er stellt sich, ja, die Macht nimmt ab, ja, die sind schon irgendwo da unten. Davids Macht nimmt zu und er geht vor David hin und sagt, schließ einen Bund mit mir, also noch nicht mal mit Ishbosheth, mit mir. Ja, und meine Hand soll mit dir sein. Er weiß genau, die Hand Gottes ist mit ihm. Er sagt, meine Hand soll mit dir sein. Ja. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, dass er der eigentliche Herrscher des nördlichen Gebietes ist und er bietet David etwas an, was David eigentlich schon gehört. Vers 13, David sprach, interessant, dass er dem jetzt nicht widerspricht, sondern wie er darauf reagiert, gut, ich will einen Bund mit dir schließen, aber eins fordere ich von dir. Du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst zuvor Michal, Sauls Frau, zu mir, wenn du kommst, mein Angesicht zu sehen. Also er bekommt von Abner ein Angebot und er schlägt es nicht aus und er sagt, okay, diesen Bundesschluss, den können wir eingehen. Aber hier sehen wir seine Weisheit und sein politisches Geschick, sagt aber, ich knüpfe es an eine Bedingung. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann tue ich es. Ja, warum ist es ihm wichtig, dass Michal zu ihm zurückkommt? Ich weiß nicht, ob er sie geliebt hat oder nicht, das berichtet der Text nicht. Aber wenn sie zurückkommt, dann ist sie als Tochter Sauls ja eine rechtmäßige, wenn jetzt niemand mehr da ist, auch Nachfolgerin für den Thron, wenn kein leiblicher Nachfolger mehr vorhanden war. Und das war ihm auf jeden Fall in dieser Situation wichtig, aber er macht sich auch nicht komplett von Abner abhängig. Ja, es heißt in Vers 14, auch sandte David Boten zu Ishbosheth, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich erworben habe, mit 100 Vorhäuten der Philister. Also er macht sich nicht abhängig, er verhandelt mit Abner, aber sucht auch den direkten Kontakt mit Ishbosheth und sagt, das ist mir in dieser Situation wichtig, schau, dass das umgesetzt wird. Vielleicht auch um ein Stück weit zu testen, ja, wie viel Macht oder auch Entscheidungswillen hat Ishbosheth in dieser Situation überhaupt noch und wie reagiert der König in Vers 15? Ishbosheth sandte hin und ließ sie wegnehmen, ihrem Mann Paltiel, dem Sohn des Laish. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr her bis Bahurim. Da sprach Abner zu ihm, kehre um und geh heim, und er kehrte um. Ja, für mich auch. Also ich finde, hier ist eine Aneinanderreihung an richtig harter Verse. Da ist die Michal wahrscheinlich wieder glücklich verheiratet. Ich weiß nicht, ob glücklich, auf jeden Fall so verheiratet, dass der Mann um sie weint. Und da geht der Abner einfach hin und reißt sie einfach raus. Ja, David möchte, dass du zurückkehrst. Ich finde, das sind sehr, sehr harte Worte. Es ist nicht überliefert, wie Michal zu dieser Aktion stand. Wir sehen später, dass sie David belächelt hat, auch gerade als es da um die Bundeslade geht in den nächsten Kapiteln. Auf jeden Fall geht es dann in Vers 17 weiter und Abner besprach sich mit den Ältesten in Israel und sprach, ihr habt schon längst danach verlangt, dass David König über euch wäre. So tut's nun, denn der Herr hat von David gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk erretten aus der Hand der Philister und aller seiner Feinde. Also hier merken wir, es hat im Hintergrund schon gebrodelt und viele wollten David als König haben, weil sie sicherlich gesehen haben, der Ishbosheth, er ist ein schwacher König. Und jetzt umgeht Abner dem König und sucht das Gespräch direkt mit den Ältesten, um sie quasi geheim zu gewinnen für Davids Seite. Also er bemüht sich für seine Ziele, die Menschen zu gewinnen. Und auch hier wiederum interessant, welche Erkenntnisse Abner über Gott hat. Er sagt ja hier, durch die Hand meines Knechtes will ich mein Volk erretten aus der Hand der Philister. Auf einmal geht es nicht mehr um den Konflikt David-Saul, sondern auf einmal geht es um die Philister. Also er macht ein ganz anderes Fass auf, um sie zu gewinnen. Und es scheint hier auf offene Ohren zu stoßen. Und auch hier sehen wir wieder, David, er hat sich zu keinem Zeitpunkt in den Vordergrund gedrängt, sondern er hat gewartet auf das Eingreifen Gottes. Und Gott hat eingegriffen.
aber im Hintergrund, nicht so offensichtlich, und kann selbst einen Abner gebrauchen, um David, mit David und mit dem Volk Israel ans Ziel zu kommen. Vers 19, das tat Abner auch Benjamin kund und ging dann hin und auch David in Hebron, alles kund zu tun, was Israel und das ganze Haus Benjamin für gut hielten. Also er braucht diese Rückversicherung. Vers 20, als nun Abner nach Hebron zu David kam und mit ihm 20 Mann, machte ihnen David ein Mahl. Ja, vielleicht so eine Art diplomatisches Mahl. Es gibt wichtige Dinge zu besprechen. Es soll ein Bundesschluss eingegangen werden. Vers 21, und Abner sprach zu David: Ich will mich aufmachen und hingehen, um ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, zu sammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen, auf dass du König seist, wie es dein Herz begehrt. Da entließ David den Abner, sodass er hinging, er mit Frieden. Ja, also er redet ihm sehr schöne Sachen zu, ja, du sollst König sein, wie dein Herz es begehrt und so weiter. Also ich habe es jetzt noch nicht so rausgelesen, dass David es so stark begehrt hat, dass er es um jeden Preis wollte. Auf jeden Fall geht es hier um einen Bund, der geschlossen wird. Und dann heißt es, David entließ Abner, sodass er hinging mit Frieden. Ja, interessant, Abner wechselt die Seite. Und ich habe mir die Frage gestellt, was war seine Motivation? Ja, also auf der einen Seite suchte er seinen eigenen Vorteil, aber auf der anderen Seite hat er jetzt gewisse Dinge, die er formuliert, die er sagt, aber ich weiß nicht, was seine Absicht, seine Ambition dahinter war. Auf der einen Seite wirkte es so, als ob es ihm nur um sich selbst ging. Auf der anderen Seite wirkt es so, als ob er tatsächlich sogar mal den Blick für das Volk hat und das Wohl des Volkes sucht. Aber was wir sehen, ist, dass David sich auf jeden Fall komplett darauf einlässt und dass er Abner Glauben schenkt. Das sehen wir dann, wie er später auch betrauert wird und welche Worte David für Abner dann findet nach seinem Tod. Und hier sehen wir bei David beides. Wir sehen auf der einen Seite die Weisheit, die er gehabt hat, und auf der anderen Seite das Gottvertrauen. Auf der einen Seite die Verhandlungen, die er sehr geschickt angeleitet hat. Er hat sich nicht einfach nur auf Abner verlassen, er hat auch mit Ish-Boschet verhandelt und so weiter. Also er hat vorausgedacht, hat geschaut, was dient dem großen ganzen Bild. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass er versucht, auch Konflikte zu umgehen, ja, unschuldiges Blutvergießen zu verhindern. Ja, immer wieder im Vertrauen, dass Gott alles im Blick hat, dass diese Kämpfe sich nicht noch viele Jahre weiterziehen. Und ich glaube, das brauchen wir beides. Ja, wir brauchen auf der einen Seite Weisheit für die Entscheidungen in unserem Alltag, dass wir nachdenken, dass wir reflektieren, dass wir dementsprechende Entscheidungen treffen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir dann die eine oder andere Entscheidung getroffen haben, auch das Gottvertrauen, dass wir sagen, okay Herr, aber ich lege es in deine Hand, an deinem Segen ist alles gelegen. Und ich habe hier den Eindruck, dass es David gelingt, beides zu tun. Die Weisheit, aber auch das Gottvertrauen kommen hier zusammen. Die Geschichte geht weiter und wir merken, wie doch der Joab noch im Schmerz gefangen ist. Vers 22. Und siehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug zurück und brachten große Beute mit, wo auch immer die unterwegs waren. Abner aber war nicht mehr bei David in Hebron, sondern er hatte ihn entlassen, sodass er mit Frieden weggegangen war. Es wird ja nochmal ganz bewusst betont, weil David sich ganz nachher auch davon distanziert. Ich habe mit dem, was jetzt passiert, nichts zu tun. Ich distanziere mich davon. Und Joab war bei den Verhandlungen nicht dabei, weil er komplett erschreckt ist, was hier jetzt eigentlich geschehen ist. Ja, Vers 23. Als aber Joab und das ganze Heer mit ihm gekommen war, wurde ihm angesagt, dass Abner, der Sohn Ners, zum König gekommen wäre. Und der hatte ihn entlassen, sodass er mit Frieden weggegangen war, das dritte Mal. Da ging Joab zum König hinein und sprach: Was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn fortgelassen, dass er weggegangen ist? Ja, und hier sehen wir diesen Schmerz im Herzen von Joab. Ja, er hat es immer noch nicht loslassen können, was auch menschlich gesehen absolut nachvollziehbar ist. Ja, sein Bruder ist getötet worden, im Kampf gefallen. Und er kann es hier nicht verkraften, dass David den Abner gehen lässt, weil er noch in seinem Schmerz gefangen ist. Ja, und das ist eben hier das Besondere. Er sieht nicht das große ganze Bild, das David sieht. Was dient dem ganzen Volk? Sondern er sieht seinen Schmerz und das Richtige innerhalb seiner Sichtweise.
Und da sehen wir, dass David da einige Schritte dem Joab voraus war. Und in diesem Schmerz redet er recht hart mit David, er wirft dem König Naivität vor, auch mutig. Er sagt, kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Vers 25. Er ist gekommen, dich zu überlisten, dass er erkunde dein Kommen und Gehen und alles erfahre, was du tust. Also er wirft ihm Naivität vor, ja, er erkundigt dich aus und wird dir quasi später ein Messer in den Rücken stecken. Ja? Wenn du ein bisschen cleverer wärst, dann würdest du es durchschauen. Und wir merken, Joab, er redet aus dem Schmerz heraus und wirft aus dem Schmerz dem König diese Sachen vor. Hat er recht damit? Nein, hat er nicht. David war sicherlich ein guter Menschenkenner. Er wusste ganz genau, was er tat, ja, und wie er auch verhandelt hat. Aber das kann und will Joab hier nicht sehen. Und jetzt heckt er einen ganz bösartigen Plan aus, Vers 26. Und als Joab von David wegging, sandte er Abner Boten nach, um ihn zurückzuholen von Boasira. Aber David wusste nichts davon. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab beiseite ins Tor, um heimlich mit ihm zu reden, und stach ihn dort in den Bauch, dass er starb um des Blutes seines Bruders Asael willen. Ja, merken wir, was hier geschieht. Joab sagt zu David, Abner ist ein Lügner. Was macht er? Er gebraucht eine Lüge, um sich an Abner zu rächen. Und das ist für mich ein Stück weit eine Anwendung. Ja, es kann ganz schnell passieren, dass wir uns gerade vielleicht da an Gott oder an Mitmenschen versündigen, in den Dingen, die wir vielleicht anderen vorwerfen. Ja, guck mal, dieser Bruder, wenn du mit ihm redest, er redet immer so und so über die Geschwister. Und indem man dann vielleicht Dinge sagt, kann es sein, dass man genau dasselbe macht, was man dem anderen vorwirft. In verschiedenen anderen Dingen, in sämtlichen Bereichen der Sünde, kann es sein, und ich glaube, da müssen wir wachsam sein, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Ja, da, wo man sich hinstellt, voller Selbstbewusstsein und sagt, Mensch, das kann mir nie passieren. Vielleicht ist das genau die Sache, bei der du morgen fallen wirst. Ja. Und er wirft etwas vor, womit er ein großes Problem hatte. Er war nicht glaubwürdig. Und hier glaube ich, er ist im Schmerz gefangen. Ja, es gibt sicherlich auch verschiedene Situationen, wo wir in der Gefahr stehen, im Schmerz gefangen zu sein. Aber dann immer wieder das Evangelium vor Augen zu haben und immer wieder zu sehen, ich kann diesen Schmerz zu Jesus bringen und Jesus versteht diesen Schmerz und Jesus kann mir diesen Schmerz nehmen. Jesus kann heilen. Ja, das ist das, was wir immer und immer wieder brauchen. Und jetzt sehen wir, also Joab, Abner stirbt, jetzt sehen wir Klage und Trauer in den Versen 28 bis 39. David bekommt es mit, Vers 28, als David das hernach erfuhr, sprach er, und jetzt achtet mal an diese ganzen Worte, die er dann auch über Abner sagt, wir werden jetzt nicht komplett alles lesen, aber immer wieder, wie er über ihn redet, ich und mein Königtum sind unschuldig vor dem Herrn, ewiglich an dem Blut Abners, des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs und das ganze Haus seines Vaters, und es soll nicht aufhören im Hause Joabs, dass einer Eiterfluss und Aussatz habe oder am Stabe gehe oder durch Schwert falle oder an Brot Mangel habe. Joab und seine Brüder, Bruder Abishai hatten Abner umgebracht, weil er ihren Bruder Asael getötet hat im Kampf bei Gibeon. Also er benennt die Ungerechtigkeit hier ganz konkret. Er sagt, es ist falsch. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja, Asael ist im Kampf gefallen. Hier war es ein hinterlistiger Mord. Und Joab, der hat diese Schuld hier auf sich geladen hat, er muss jetzt natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenzen sind hart. Hier werden ja einige Sachen genannt. Quasi ein Fluch, der hier ausgesprochen wird. Und es scheint, wie gesagt, so zu sein, dass David Vertrauen aufgebaut hat, weil das ganze Volk soll auf einmal trauen. Also Staatstrauer ist angesagt. Vers 31, David aber sprach zu Joab und allem Volk, das bei ihm war. Zerreißt eure Kleider, gürtet euch den Sack um und haltet die Totenklage um Abner. Und König David folgte der Bahre. Und als sie Abner begruben in Hebron, erhob der König seine Stimme und weinte bei dem Grabe Abner. Das muss man sich mal vorstellen, diese Dramatik. Das ganze Volk, er geht hinter der Bahre her, ja, in mit zerrissenen Kleidern und er weint laut. Ja, wenn wir bei Beerdigungen sind, dann weinen die ganz, ganz nahen Angehörigen. Ja, wenn vielleicht die Mutter oder der Vater oder irgendjemand verstorben ist, ja, dann weint die Familie. Und so, es scheint ein Vertrauensverhältnis hier zu sein und er weint am Grab.
Und der König klagte um Abner und sprach: Musste Abner sterben, wie ein Frevler stirbt? Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße waren nicht in Ketten gelegt, und doch bist du gefallen, wie man vor Ruchlosen fällt. Da beweinte ihn alles Volk noch mehr. Also eine große Trauerfeier, die hier stattfand, Kleider zerrissen und so weiter. Und in dieser Trauer erkennt das Volk, David hat wirklich nichts mit diesem Mord zu tun. Ja, sie schenken ihm Glauben. Ich werde jetzt die restlichen Verse des Kapitels nicht lesen, aber da sehen wir nochmal, wie David getrauert hat, ja, wie er verschiedene Dinge auch immer wieder wortet, wo man merkt, es ging ihm nahe. Er war nicht ein König, der einfach dem Blutvergießen egal war, sondern der Gerechtigkeit und Recht leben wollte, auch als König. Und das ist eben das, was mir hier gut gefällt, ist sein barmherziges Herz zu sehen. Ja, man könnte, und dass er eben die Schuld nicht auch einem Abner nachträgt, ja, sondern dass es möglich war, Abner war schuld, dass es überhaupt zu Kämpfen kam. Aber er trägt es ihm nicht nach, sondern es war möglich, in wiederhergestellten Beziehungen zu leben. Ja, die Vergangenheit war Vergangenheit. Und jetzt war etwas Neues angebrochen und jetzt lebt er auch in diesen neuen Dingen. Und das finde ich bemerkenswert, dass Abraham nicht krampfhaft an der Vergangenheit festgehalten hatte, sondern sich immer wieder neu auch darauf einlassen konnte. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott tun kann. Ja, dass eben Menschen nicht in Schubladen landen und man sagt, so ist er eben. War schon immer so, liegt wahrscheinlich in der Familie oder sonst irgendetwas, sondern Gott wirkt in seinem Herzen und er gesteht und Gott kann eben auch Veränderungen zulassen, auch unser persönliches Denken verändern, dass wir eben nicht Schubladendenken über andere Menschen haben. Ja? Und das, glaube ich, dürfen wir auch in Betracht ziehen, auch im Gemeindekontext, dass Gott an Menschen arbeitet, dass Gott über Jahre an Menschen arbeitet, dass Gott auch Veränderungen schenken kann und dass wir da nicht vorschnell irgendwelche Urteile treffen sollen. Wir sehen dann im vierten Kapitel, ich muss schauen, dass ich, ja, ich glaube, das machen wir nur überblicksmäßig, weil hier in Kapitel 4, da endet jetzt auch die Regierungszeit von dem Ish-Boschet. Abner ist tot und dadurch fällt quasi jetzt das ganze Haus Saul mehr oder weniger zusammen. Vers 1, als aber der Sohn Sauls hörte, dass Abner in Hebron umgekommen war, verließ ihn der Mut. Also er war ja sowieso nicht der Mutigste, der in seiner Angst gefangen war und ganz Israel erschrak. Es hatte aber der Sohn Sauls zwei Männer als Hauptleute der Streifscharen, der eine hieß Baana, der andere Rechab. Dann etwas weiter, ab Vers 4, auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich 5 Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesrael kam und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Also später wird es nochmal, wird er nochmal aufgegriffen, dieser Mephibosheth. Und jetzt kommt eine ähnliche Handlung, wie wir sie schon gehabt haben, bei dem Tod von Saul. So gingen nun in ähnlicher Weise. So gingen nun Rechab und Baana, die Söhne Rimmons von Beeroth, hin und kamen zum Hause Ish-Boschet, als der Tag am heißesten war, und er ruhte auf seinem Lager am Mittag. Und sie kamen ins Haus, als wollten sie Weizen holen, und stachen ihn in den Bauch. Und Rechab und sein Bruder Baana entrannen. Und als sie ins Haus kamen, lag er auf seinem Bett in seiner Schlafkammer und sie stachen ihn tot und hieben ihn den Kopf ab und nahmen seinen Kopf und gingen den Weg durch das Jordantal die ganze Nacht und brachten das Haupt Ish-Boschets zu David nach Hebron und sprachen zum König: Siehe, da ist das Haupt Ish-Boschets des Königs Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben getrachtet hat. Der Herr hat heute meinem Herrn den König gerecht an Saul und an seinem Geschlecht. Da antwortete David Rechab und seinem Bruder Baana: So wahr der Herr lebt, der mich aus aller Bedrängnis erlöst hat, ich habe den, der mir verkündete, Saul ist tot, und meinte, er wäre ein guter Bote, ergriffen und getötet in Ziklag. Den habe ich durch Lohn für eine gute Botschaft, dem ich doch Lohn für eine gute Botschaft hätte geben sollen. Und wenn Frevler einen gerechten Mann in seinem Haus auf seinem Lager getötet haben, sollte ich dann sein Blut nicht fordern von euren Händen und euch von der Erde vertilgen?
Und David gebot seinen Männern, die schlugen sie tot und hieben ihre Hände und Füße ab und hängten sie auf dem Teich in Hebron. Aber das Haupt Ischboschets nahmen sie und begruben es in Abners Grab an Hebron. Das sind Verse, die möchte man gar nicht lesen. Also die sind so brutal und so unfassbar und so nicht nachvollziehbar. Aber das spricht für mich auch wiederum für die Glaubwürdigkeit der Schrift. Sie sagt einfach so, wie es gewesen ist. Auf der einen Seite sehen wir ein barmherziges Herz. Er will Gerechtigkeit und Recht und Frieden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wie er durchgegriffen hat, um Ungerechtigkeit nicht zu tolerieren. Ja, ob das die beste Lösung war, sei mal dahingestellt. Aber der Tod von Abner, ja, hat erstmal was mit Ischboschet gemacht, in Angst, wie gesagt, gefangen. Und jetzt kommen eben diese beiden Männer. Ja, wir erinnern uns an das letzte Kapitel. Ja, und sie wollen eine Belohnung und wollen, dass David quasi das sieht und sagt, Mensch, jetzt ist der König tot, jetzt kann er über das ganze Haus Israel gesalbt werden. Und viele Mächtige, die würden ja sagen, Mensch, das ist ja ganz praktisch, dann kann ich jetzt auf meiner Karriereleiter König über ganz Israel werden. Aber David tickte nicht so. Er wollte sich das Königtum von Gott geben lassen und nicht aus der eigenen Kraft irgendwie das ergreifen. Er hätte natürlich auch einfach den Kampf ziehen können und er würde Ischboschet besiegen können. Aber das war nicht in seinem Sinne. Und sie haben sich getäuscht, die beiden Männer. Auf der einen Seite haben sie natürlich David den Weg dadurch freigemacht. Auf der anderen Seite wollte David nicht, dass der Weg auf diese Weise freigemacht wird, weil Gott würde zum Ziel kommen, auch ohne dieses Handeln der Männer. Das war David sicherlich bewusst. Und für mich ist das Schlimme, dass der König ja nichts falsch gemacht hat. Er wurde ja nur getötet, weil er der Sohn von jemandem war. Ja, aber er hat ja nicht irgendwie jetzt Unrecht getan oder sich an die beiden versündigt, sondern es waren ja Männer, die besonders nah an Ischboschet dran waren, sodass sie sogar da in seine Kammer kommen konnten. Ja, auf jeden Fall, sie mussten mit dem Leben bezahlen. David sorgt hier für Gerechtigkeit auf eine sehr harte Art und Weise. Und ja, von Mephibosheth, da hören wir dann später noch etwas mehr in den nächsten Bibelstunden. Aber auf jeden Fall ist mir hier dieser Gedanke gekommen, und damit möchte ich dann gleich auch zum Schluss kommen. Beide begehen eine Sünde und erhoffen sich durch die Sünde etwas Positives. Und das ist ein Gedanke, der mir gar nicht fern ist. Das ist das, was der Feind uns immer wieder eintrichtern will. Wenn du sündigst in dieser Situation, dann ist das gar nicht so schlimm, dann wirst du vielleicht sogar einen Vorteil dadurch haben. Und das gaukelt der Feind vor. Aber wir wissen aus Jakobus, dass die Sünde immer weitere Sünde zur Folge hat und dass es im Endeffekt den Tod gebiert. Und deswegen muss eben diese Trennlinie knallhart durchtrennt werden, sodass man eben sich erst gar nicht in diesen Kreislauf der Sünde hineinbegibt, sondern wie gesagt den Kreislauf durchtrennt, um sich immer wieder ganz klar zu positionieren. Ich habe vorhin einen Vers nicht gelesen, mit dem Vers möchte ich enden, aber nur mit der ersten Vershälfte. Das ist 2. Samuel 3, Vers 39. Ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Ich fand diesen Vers irgendwie so bemerkenswert. Er wird zum König über Israel, über Juda gesalbt, Entschuldigung. Und er kommt zu dieser Erkenntnis, ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Eigentlich ein absoluter Widerspruch. Keiner war in diesem Moment mächtiger in Juda als David. Aber doch war er sich seiner Schwachheit bewusst. Und ich glaube, er war sich bewusst, dass er nur stark ist, wenn er Gott auf seiner Seite hat. Deshalb hat er Gott befragt. Deshalb hat sich Gott auch auf seine Seite gestellt. Und das ist so dieses Prinzip, mit dem ich auch enden möchte, was wir eben auch im Neuen Testament finden. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das finde ich so stark. Wenn wir uns schwach fühlen, dann ist es nicht so, dass Gott uns einfach ein Update gibt, ja, und sagen, okay, jetzt bist du von ganz schwach auf nur noch ein bisschen schwach oder schon halbstark. Sondern wenn ich mir meiner Schwachheit bewusst bin und mich in die Arme Gottes fallen lasse, dann gibt es nicht einfach nur ein Update, sondern dann
kommt die Kraft Gottes, die vollkommene Kraft, durch mich zum Vorschein. Ja, und dann ist das keine Schwäche mehr, dann ist es die ultimative Stärke, die durch mein Leben wirkt. Und das ist das Angebot, das Gott uns macht, dass wenn wir uns ihm immer wieder neu hinwenden, dass Gottes Kraft durch unser Leben sichtbar wird. Und das wünsche ich auch uns allen, dass wir das auch im Alltag immer wieder ganz konkret erleben. Amen.